fahren jetzt zum Feldberg, werden jetzt Ski und Snowboards ausleihen. Ich glaube, der Einzige, der ein Snowboard hat, bist du. Mhm. Und der Einzige, der es auch kann, bist du. Aber ich bin eigentlich optimistisch heute. So, was glaubt ihr? Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, Philipp und Leon werden das gut machen. Ich glaube, John auch. John. Nein, nein, aber wirklich, wenn ich das zwei Wochen mache, dann kann ich bei der Olympia. Geil. Ich würde sagen, dann fahren wir los, oder? Ready to rumble. John, I don't know. Ja, I'm ready to rumble. Na, bereust du es schon? Nö, nee. Überhaupt nicht. Ich bin richtig neugierig. We'll never know. Oh, Sonnencreme. Sonnencreme, ey. Wenn ich so die Sonnencreme rieche, denke ich erstmal, wir sind hier schön im Sommerurlaub, aber nicht ganz. Sonnencreme, Alter. Ist wichtig. Brauche ich Sonnencreme? Ja, du auch? Nee. Weißt du, was ich richtig Bock jetzt hätte? Auf eine Rostbratwurst. Hm? Rostbratwurst? Ob ich Bratwurst bin? Ja. Er hat die. Ja, ich mach die. Nicht so diätkonform. Marus, ein Mampf, kein Kampf. Wessen Idee war das eigentlich? Meine. Aber Marus, ey, wir brauchen ein bisschen Energie gleich. Also ich auf jeden Fall. Und Erfahrung habe ich eigentlich gar keine. Also ich bin früher viel Skateboard gefahren, aber ich glaube, das wird mir nichts helfen. Das ist Jahre her, ich wiege fast das Doppelte von dem, was ich damals hatte. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf einem Skateboard stand, ist jetzt auch schon 8-9 Jahre her. Ich stand schon mal auf Skiern, aber das ist auch schon locker 8-9 Jahre her. Da wollte meine Mutter mit mir mal langlaufen gehen, also Skilanglauf. Boah, ich fand das voll kacke. Ja, Langlauf ist gar nicht meins, das muss schon richtig steil bergab gehen. Boah, ich bin echt nicht sicher. Sie fahren, ja? Ja, yes, denke ich, nach dem Urlaub kann ich gut Sie fahren. Ich denke, dass es schwieriger ist, als die sich vorstellen. Aber ich denke auch, dass sie sich eigentlich ganz gut schlagen werden. Normalerweise, also Inlineskaten konnte ich direkt, Eislaufen konnte ich direkt. Aber hier werde ich schon, ich gehe schon davon aus, dass ich ein paar Mal hinfalle. Koordinativ ist John nicht der Stärkste. Also, keine Ahnung. Schauen wir mal, dass wir nicht so weit voneinander entfernt sind, weil das will ich echt live sehen. Ich bin jemand, ich lerne immer was Neues. Ich komme! Hey, stopp, Mann! Gefährlich, gefährlich! Hey, das darf ich nicht, das mach ich nicht, Mann, Alter. Dennis, das mach ich nicht, Mann. Nein, nein, John steckt zwischen dir. Egal, John, du musst jetzt damit klarkommen. Nein, aber Alter, ist so hart, Mann, Alter. Alter, das läuft einfach selber weiter, Mann. Nein, das darf ich nicht. Hör auf mit der Kamera, das ist scheiße. Warte. Dennis, Alter! Boah, ey, das packe ich nichts, Kollege. Ja, jetzt geht's los. Ja, also ich hab gesagt, wir gehen gleich auf die schwarze Piste. Ja. Ja? Ja, ich hab Kenntnisse. Und was sind deine Kenntnisse? Einfach in die Dinge rein, Semi-Squats, Brust raus, Ass raus. Also es empfiehlt sich, glaube ich, hier zu üben. Aber andererseits, wenn ihr auf jeden Fall fahren wollt, dann können wir auch gleich hoch. Nur wenn wir halt hochkommen, wir müssen halt wieder runterkommen. Wir haben es geschafft. Und dann, Problem hier. Ich hab hohe Angst im General halt. Ja? Du hast was? Hohe Angst. Hattest du Höhenangst? Mhm. War das jetzt schon schlimm von der Höhe? Nein, okay. Geht. Aber ich meine, wenn ich hier stehe und gucke, wie tief das ist, weißt du? Das geht schon. Okay, Wayne. Welcome to the Schwarzwald. Willst du was über die Geschichte hier des Feldbergs vielleicht erzählen? Ja, bisschen ja. Muss ich hier. Seid ihr hier? Schwarzwald, ja, Leute, ja, die alle runter wollen, ja, ich hab gar keinen Text gehabt, ja. Wenn du dich gleich hinpackst, freue ich mich richtig. Ja, ist mega. Wie ist es so als Influencer? Aber du bist wenigstens nicht alleine. Ja, ihr wisst, Support. John, is it cold? Nein, I'm not feeling the cold. Ja, eben hast du gerade rumgeheult. Ey, Bro, let me do it too. Du weißt, Schwarzwald John, der geht auch Eisbaden, der ist richtiger Profi. Es ist alle Profis. Was war das? Es ist alle Profis. Leon, mach unten ohne Shirt. Was machst du? Er muss erst mal runterkommen, John. Das wird nicht so leicht. John, Alter. Crazy, dude. Oh Gott. It's gonna end bad. Good job, John. Aber gut, oder? Ja. Yeah. Alter, du Idiot! Alter! John, das
ist halt echt gefährlich aus. Cool. Nicht für dich. Nice! Oh, Philipp. Yes! Don't kill me! Nice! Geil, Alter! Nice! Nicht schlecht, Jungs! Was mit John? Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mal ein Stück zu Fuß kommen, weil der denkt, wenn er genug Platz hat, dann düst er hier einfach runter. Der versteht nicht, dass er halt irgendwann auch bremsen muss. Kann man nichts mit dem Lifter zurück, oder? Die Tour ist... Scheiße. Alter. Meine Güte. Sah doch schon gut aus oben. Ja, ja, war gut, aber... Warte. Aber die Oma ist da, wenn ich gefährlich, weil ich habe keine Bremse. Wir haben gut. Ah, ja. Wir sind hier zum Leinen machen. Gut. Das ist ja mal für Afrikaner, glaub mir. Ist einfach. Aber angefangen hab gegangen, oder? Ja, ja. Am Anfang ging, aber jetzt. Vielleicht bin ich einfach müde deswegen oder so. Wenn ich das in Fernsehen gucke, ich denke mal, ist einfach. Aber. Du bist auf dem Arsch runtergerutscht. Ja. Also ich konnte nichts mehr. Weißt du, wo Philipp ist, Leon? Philipp ist. Ja? Der ist einen anderen Lift runtergefahren. Ja? Wo bist du? Ja, ich habe euch doch den Standort geschickt. Sollen wir dich abholen kommen, oder? Ja. Wir müssen unseren besten Mann schicken, John. Fahren wir mal zurück und ja. Ich guck mal, wie gut du fahren kannst. Ja, es war nicht gut. Wie gesagt, ich bin oft hingefallen, aber das ist ja auch wieder eine kleine Lehre für die Follower. Wer nicht fällt, der kann nie lernen aufzustehen. Sehr gut, Philipp. Juhu. Du bist doch schon mal gefahren, gibst du? Nein, ich bin die harte Schule runtergefallen und jetzt habe ich halt gelernt. Irgendwie. Respekt. Danke. Ja, aber es macht Spaß, ey, wirklich. Oh. Wie, John, du wolltest noch eine Bratwurst jetzt? Aber Leon sagt nein. Ich sag mal, einmal ist keinmal, aber zweimal ist einmal zu viel, John. Warum hörst du eigentlich auf Leon und mich ignorierst immer, wenn ich dir das sage? Schon seit Monaten. Ey, Alter, weil Leon beugt 440. Das war gut. Mein Rücken tut jetzt ein bisschen weh von dem ganzen Runterfallen, aber es war ganz cool. Ja, wo muss ich ehrlich sagen, war gut.
richtig Schmerzen jetzt im Arsch, ne? Und der untere Rücken ein bisschen. Ey, ist ja, halt ganz normal. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man nur mit 125 Kilo mal so oft plumpst. Und du? John hat mir vorhin noch eine Geschichte erzählt, dass er sich irgendwie fast die Beine gebrochen hätte. Ja, ja, ja. Hey, ich war doch die ganze Zeit bei dir. Ja, doch. Da war's als halt, ich da war? Ja, ja, da war es halt, ich habe so gekippt, dann muss ich meine Kappe so machen, dass die Fuß so... John, so schnell brichst du dir die Beine nicht. Doch. Du bist damit, weil weiß ich nicht, 2 km/h lang. So, das heißt, dann erwartet uns jetzt noch ein schöner Sauna- und Wellnessabend. Oh yeah. Wir müssen erstmal anzünden. Ja, aber kann man von hier auch? Nee, das wird so nix. Okay. Hol das nochmal raus. Alle? Ja. Warte. Ich hab's ganz ehrlich, sollen wir es nicht einfach machen? Nein, nein, das kommt dann so. Zieh mich da doch aus. Ja, das kommt dann. Uff, das sieht nach ein bisschen, das sieht nach ein bisschen viel aus. So. Ja, langer Tag, neigt sich dem Ende. Jetzt haben wir uns mal die Sauna verdient. Ich gebe mir auf jeden Fall noch mal kurz davor Ashwa Pro. Und findet ihr natürlich auf esn.com, so wie alle Produkte, die ich immer nehme. Und mit dem Code Leon spart ihr immer am besten. Oh, boah, lass es auch hier, ey. Nein! Oh. Den aber in Sauna hast du, kann man ja jetzt an. Was denkst du denn? Ey, im Sauna zu f***en, das wird unangenehmer. Ich hab einen Kumpel, der hat das wirklich gemacht. Boah, das geht gar nicht gut. Öffnen. Doch, doch. Das ist doch nicht dein Ernst? Ja, aber das ist nicht so ganz geil. Heute doch nicht so, mein Gott. Ja. Machen wir nicht zum Spaß. Wir saffen das. Wenn das saff, dann saffst du, Philipp. Wenn gleich der Aufguss kommt, wird's nochmal leichter. Nee. Oh, ja, ist gut. Oh. Hast du Finger mehr? Ich mach mir das auf, bitte. Das wird warm, mein Kollege. Prüsterchen. Boah, das fühlt sich richtig geil, weißt du? Lecker.